Die 50 Hektar Reben von Costello di Bolgheri liegen eingebettet zwischen den Weinbergen von Sassicaia und Ornellaia. Heute gehört Costello di Bolgheri zu den wichtigsten Winzern in der DOC Bolgheri und Federico Zilleri zu einem Ambassador der Appellation. Costello di Bolgheri, Varvara. Wenn man Lust auf zum Beispiel Bordeaux hat, aber trotzdem was ein bisschen romantischer, ein bisschen saftiger, ein bisschen schöner, ein bisschen sonniger haben will. Ein bisschen Fellini-Film im Glas sozusagen, dann sind wir hier mit den Varvara genau richtig. Das ist wirklich ein Bordeaux-Cuvée aus 60% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot und 10% jeweils Cabernet Franc und Petit Verdot. Für mich absolut ideal. Warum? Cabernet für die Struktur, Merlot für das Fleisch auf den Knochen, die schönen Kurven, Cabernet Franc für den Aromen drauf und Petit Verdot bringt diese sanftige, dunkle, so würzige Charakter dazu. Einfach sexy. Ich könnte gleich eine Arie singen, wenn ich singen könnte. Also lieber Andrea Bocelli das lassen. Aber das ist wirklich genau das im Glas. Absolute Harmonie. Und Zweitwein, vergiss es. Das ist so gut wie jeder erste Wein oder was auch immer du überhaupt trinken kannst. Zweit ist ja wurscht. Das ist nur ein anderer Typ als ein großer Bruder. Aber mit so einem absolut perfektes Holzintegration, wenig Schwefel, abgerundete Säure, bombastische Frucht, so Cassis, Brombeer, schwarzer Wacholder, Kaffee, Wurzigkeit, alles auf einmal. Auch für eine unglaublich mega Preis-Leistung für den Sammler, für den Trinker, für den Genießer, egal. Es ist alles hier im Glas. Es macht unglaublich Spaß.